Guten Morgen Leute, was geht ab? Heute ist ein spannender Tag. Es geht nämlich nach Frankfurt für mich für die Strava Segment Red. Es ist kalt, aber die Sonne scheint. Hoffen wir, dass es bis abends so bleibt. Abends kommen Patrick Lange und Florian Neuschwander und hoffentlich ganz viele andere Läufer. Und der ganze Gedanke dahinter ist, einfach einen coolen Lauf zu machen und dann auf einem Strava Segment richtig Gas zu geben. Das wäre beinahe eine teure Timelapse geworden. Start und Ziel vom Segment sind aufgebaut, aber ich habe die Kamera vergessen. Wir sind jetzt bei der Strava Second Red. In ein paar Minuten geht's los. Schauen wir mal, wie viele Leute werden. Die Läufe sind los. Das ist echt geil. Das ist tatsächlich hier jeden Montag so, 60 bis 80 Leute beim Lauftreff sind vom Laufshop Frankfurt. Ich meine, davon kann man in Bamberg natürlich nur träumen, aber ich glaube auch viele andere Großstädte tun sich da schwer, so viele Läufe an einer Stelle zu bündeln. Teilweise sind es wohl über 100 sogar. Also ist auf jeden Fall hier schon eine Besonderheit, würde ich sagen. Ja, finde ich natürlich total cool, wenn die Community da so riesig ist. Die letzten Aufnahmen waren jetzt alle vom Main unten und ich mache mich auf den Weg zurück zum Shop. Und wenn wir Glück haben, gibt es noch ein Interview mit Patrick Lange sogar. Also Strava, geiler Scheiß, weil da kann man immer lurken, wie schnell der gelaufen ist. Ich laufe langsam, gemütlich, aber was bei Strava auch nicht bewertet wird, ist, wie viel noch im Glas drin ist, wenn das Segment zu Ende ist. Danke. Flo, bist du heiß jetzt schon? Ja, auf den Lauf? Sehr heiß, ja. Aber draußen ist nicht so heiß, ne? Nee, draußen ist es kalt.